Willkommen zurück hier bei Alpha Trading. Wir werden ganz oft gefragt, wie wir denn von null an starten würden, wenn wir noch gar keine Erfahrung mit dem Trading hätten. Die komplette Antwort jetzt. Es gibt zwei Wege bzw. zwei Ausgangspunkte, die ich sozusagen kategorisieren würde, wie ich überhaupt anfangen würde. Punkt Nummer 1 wäre, habe ich Geld zur Verfügung? Und Punkt Nummer 2 wäre, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung? Nehmen wir mal an, ich hätte wenig Geld bzw. kein Geld und wenig Zeit zur Verfügung, dann würde ich natürlich ganz viel von meiner freien Zeit bei zum Beispiel Plattformen wie YouTube, wie du es gerade machst, hier investieren, um zu gucken, welche erfolgreichen Trader mir was genau beibringen können. Dieses Wissen würde ich dann natürlich irgendwo anwenden müssen, um diese Theorie in die Praxis zu festigen. Das bedeutet, ich würde mir dann irgendwo möglichst günstig vielleicht eine gute Trading-Plattform aussuchen, warten, bis die vielleicht eine Aktion hat und dann gucken, dass ich an ein Demokonto eröffne und dann probiere, die ersten Trades erstmal abzufeuern. Es ist natürlich der schwierigere Weg, weil es lässt sich sagen, wenn man natürlich ein bisschen mehr finanzielle Mittel hat und ein bisschen mehr Zeit hat, kann man beides investieren, um seinen Trading-Erfolg viel, viel schneller voranzubringen. Nehmen wir also mal an, wir hätten jetzt diesen Ausgangspunkt, dass wir ein wenig Zeit hätten, nehmen wir mal 1-2 Stunden am Tag und wir hätten genügend Geld, um erstmal vielleicht ein Konto aufzubauen, eine Ausbildung zu absolvieren, dann würde ich natürlich genau das tun, denn du musst wissen, eine richtige Ausbildung, die verleitet dich ja erstmal dazu, dass du dieses ganze Wissen erlernst und dann später auch in der Praxis umwandeln kannst. Was ich davor aber erstmal machen würde, und das ist ganz, ganz wichtig, ich würde gucken, erstens, welcher Trading-Stil ist denn überhaupt wichtig und passend für mich? Vielleicht ist es ja auch so, dass du gar nicht irgendwie im Daytrading drin bist, sondern eher ein Swing-Trader bist. Das heißt, du eröffnest Positionen und möchtest diese mehrere Tage halten. Muss man immer diversifizieren. Was ist denn überhaupt jetzt also dein Stil? Was möchtest du erlernen? Und was ist genau deine Präferenz? Dann ist die zweite Frage, möchtest du erstmal Fremdkapital handeln oder Eigenkapital? Ganz, ganz wichtig zu wissen, im Fremdkapital gibt es einige Hürden, die es im Eigenkapital nicht gibt. Dafür riskiert man aber nicht sein eigenes Geld und hat weniger Emotionen. Das ist dann vom Tradertyp abhängig und deswegen musst du sozusagen eine kleine Umfrage an dich selbst machen, was denn da sozusagen für dich am Anfang in Frage kommt. Und ich sage dir eins, Fremdkapital wird bei den meisten in Frage kommen, Eigenkapital eher weniger. Das heißt, ich würde mich also darauf konzentrieren, möglichst viel Wissen anzusammeln, möglichst viel gutes Wissen anzusammeln und im Endeffekt lässt es sich so beschreiben, was gutes und schlechtes Wissen ist, wenn das Wissen, was man beigebracht bekommt, sich auch researchen lässt. Researchen hatten wir im letzten Video. Du guckst in der Vergangenheit nach und schaust, ob dieses Wissen auch wirklich funktioniert. Sollte dieses Wissen funktionieren, dann testest du das im Demo, was du dann sozusagen eröffnet hast und tradest eine gewisse Zeit. So würde ich es machen, um zu gucken, wie gut ich denn vorankomme und wie meine Performance im Demo ist. Wenn ich sehe, ich habe also eine gute Performance im Demo erreicht, dann könnte ich diesen Step machen und vom Fremdkapital bzw. auf das Fremdkapital oder Eigenkapitalkonto switchen. Da muss man aber dann natürlich sagen, viele schaffen diesen Sprung gar nicht. Und da werde ich dann auch immer wieder gefragt, wie hast du denn diesen Sprung geschafft, überhaupt dann hauptberuflich traden zu können? Das ist dann der zweite Faktor, da kommen wir auch wieder zum letzten Video mit den Anfängerfehlern. Du musst möglichst viele Fehler vermeiden und auch möglichst probieren, möglichst schnell diese Fehler umzustrukturieren und zu gucken, dass du diese Fehler eben nicht mehr machst. Das würde ich auf meine eigene Art und Weise ein bisschen anders machen, als ich es gemacht habe. Ich habe 2,5 Jahre sehr viele Fehler gemacht, habe sehr, sehr viel Geld verloren und das hätte man ganz anders verhindern können, wenn du natürlich gewisse Methoden kennst, gewisse Sachen einhältst und dich vielleicht ja im Laufe der Zeit bei Fehlern bestrafst. Ich würde also, um es nochmal auf den Punkt zu fassen, das von deiner Situation abhängig machen, ob du nun Geld und Zeit hast oder eher weniger. Wenn du das nicht hast, dann ist es trotzdem möglich. Da musst du nur mehr auf YouTube schauen, dich irgendwie mit Büchern befassen und gucken, dass du dieses Wissen vielleicht Stück für Stück auseinanderschneidest und guckst, was da für dich am besten passt, um das dann im Endeffekt ja zum Beispiel bei TradingView oder anzuwenden. Und Schritt bzw. also der Punkt Nummer 2, wenn du etwas Geld hättest und auch Zeit hättest,
Ja, dann würde ich auf jeden Fall erstens mir irgendeine Ausbildung suchen, wo ich auch weiß, dass der Coach es drauf hat. Das bedeutet, das Wissen, das kann man researchen. Es gibt vielleicht irgendeine Kunden-Performance-Tabelle oder. Das bedeutet, du kannst die Kunden mal anschreiben und gucken, was da so los ist, wie die performen. Und dann könntest du natürlich auch gucken, was die für Mehrwert überhaupt bieten. Wenn du jetzt zum Beispiel auf unserem Channel hier guckst, siehst du ganz viel Mehrwert und du wirst auch sehen, dass du da schon ganz viele Sachen lernst. Das ist immer so ein Indiz für eine gute Ausbildung. Dann würde ich diese Ausbildung absolvieren, mehrmals machen, um wirklich alles zu verinnerlichen, das dann, wie gesagt, researchen und im Demo anwenden, lange genug, bis du keine Emotionen mehr hast und dieses Wissen ganz strukturiert und nach einem Plan im Echtgeld- oder Fremdkapitalkonto einsetzen, um dann langsam aber sicher zum hauptberuflichen Trader zu kommen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Solltest du noch ein, zwei Fragen haben, gerne in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video.